Komischerweise höre ich hier gerade ein komisches Geräusch. Es hört sich an wie... Es würde jemand tippen. Naja. Wie auch immer, wird Zeit, dass wir hier rauskommen. So. Schön auf Abstand. So, wie es sich gehört. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Hier ist noch einer. Die kommen hier oben aus den Rohren raus. Die können praktisch überall sein. Ich muss mir das mal irgendwie anders legen. Das mit C ducke ich normalerweise. Das ist ein Problem. So, naja. Okay, haben wir wirklich freie Fahrt? War es das? Okay. Okay. Dann nichts wie raus hier. Oh, puh. DMP, Alter. Auf was habt ihr euch da eingelassen? Aber ich glaube, die Produktionsfirma wurde gerade... Ups. Schnell gespeichert? Okay. Die Firma wurde gerade zu 100% zerstört. Okay, das heißt für uns jetzt erstmal ganz schnell zurück zu Isaac und ihm davon berichten. Gut, wir haben das ganze Band und jetzt bin ich mal ziemlich gespannt, wo es uns hinführen wird. Meine Fresse, und das alles nur wegen diesem scheiß Sarkophag. Da habe ich eigentlich schon überhaupt keine Lust mehr drauf. Wenn es nach mir ging, würde ich mich jetzt in eine Bar verziehen, einen Cocktail schlürfen und den Abend abklingen lassen. Aber naja, hilft ja nichts. Naja, von Glück würde ich nicht unbedingt sprechen, aber sowas ähnliches, nämlich das Band. Ja, und diese Sache auf dem Video, sie sind echt. Then this is no doubt the work of a fiend. Hand me the tape. There might be something on it that will give us some insight into what its motives are. Ja, und das Ende kennen wir ja schon. The house in the tape, I know it. It's in the hills, King's Way, if I'm not mistaken. My guess is that the fiend that made this tape is using these creatures to hound the Nosferatu, which would explain their sudden absence. They're trapped. Well, it's unfortunate that the prince needs you to see the Nosferatu, because it looks like this fiend knows how to get at them, and I doubt he's going to draw a map for you. Looks like King's Way is your only way in, unfortunately. Warum habe ich mir sowas schon gedacht? Dann liegt es jetzt auch an uns, diese bescheuerten Nosferatu zu befreien, und das alles wirklich nur für den Sarkophag? Manchmal zweifle ich an meinen Aufgaben, ein ganz kleines bisschen, aber... Naja, es hilft ja einfach nichts. Ich nehme an, sie bleiben hier. I can have a car drop you off when you're ready. If I don't hear from the Nosferatu within the next few nights, I'll tell LaCroix he's going to need a new leading man and march a few of my own troops up the hill to finish the job. Super. Danke. Ich nehme das Taxi. If I may give you one final word of warning. Do not trust LaCroix. Do not play the damned politics of the Camarilla. This city hasn't needed them in a long time, and won't ever.
das von einem Anarchen zu hören, wer du, und du bist ja auch anscheinend einer, das war mir eigentlich schon klar. Ich vertraue dem Prinzen, wem soll ich wohl denn vertrauen? That's for you to decide. I only know who you can't trust. Das werde ich mir merken. Bis dann, Isaac. Warum sollte ich dem Prinzen nicht vertrauen? Warum gehe ich immer hier falsch? Fragen über Fragen. Naja. Dann werde ich jetzt wohl mal das Taxi nehmen und mich ins Verderben stürzen. Aber bevor ich das mache, werde ich der guten Velvet nochmal einen Besuch abstatten. Beziehungsweise nicht genau Velvet, sondern Misty. Ja, so ein kleiner Mitternachtshappen, den könnte ich jetzt auf jeden Fall vertragen. Fühle mich schon ganz schlapp heute. Wir haben auch ziemlich viel Blut verloren. Von daher ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Und die Gute freut sich ja bestimmt auch, mich wiederzusehen. So. Nichts wie rein in die gute Stube. Guten Abend. Die kennt mich mittlerweile auch schon. Misty, meine Gute. Hey, Sweetheart. How are you tonight? Do anything for you? Na klar. Komm mal mit hoch. Vivi sent you? Oh, right. She paid for you in advance. She told me to give you whatever you wanted. Shall we go back to the private rooms? Yep, das wollen wir. Just follow me. We're almost there. Na denn. I wonder when Matchett's gonna come in here tonight. Ich muss sie, glaube ich, immer von der anderen Seite anlabern, sonst klappt es nicht. Follow me. We're almost there. Ja, ja. Okay. Ich halte eventuell nicht so ganz drauf. Ich habe momentan wirklich irgendwie die Befürchtung... Lauf. Lauf doch. Ach, du bist doch... Bist doch scheiße. Ja, gonna be just follow me. Ah, geh doch. Weil ich will wirklich nicht, dass hinterher eins der Videos zensiert wird wegen diesem Quatsch. Weil nach dem, was Sarah zwar passiert ist, will ich da wirklich kein Risiko eingehen, wobei... Eigentlich sollte das ja gerade noch okay sein. What would you like me to do? I just love a man who tells me what he wants and how he wants it. Na denn. Ich möchte, dass du deine Augen schließt, meine Liebe. Für den Anfang nicht schlecht, aber das reicht noch nicht ganz. Wo kriege ich denn jetzt meinen nächsten Schuss her? Naja, wenn wir sowieso schon mit dem Taxi unterwegs sind, kann ich ja nochmal schnell in Downtown halten. Ist eventuell sowieso eine ganz gute Idee, auch mal die E-Mails checken, vielleicht ist schon wieder was Neues gekommen. Wir werden sehen. Und ich traue der Heather auch zu, dass sie ein bisschen Quatsch machen könnte, von daher falsche Seite. Soll ich auch nochmal da nach dem Rechten sehen? Ja, fahren sie erstmal. Hier ist Kingsway, aber wir wollen erstmal nach Downtown. Wir fahren einen kleinen Umweg. Schadet ja nichts. Vielleicht ist ja auch sogar das Geld da von der Venus. Können wir auch mal abchecken, wenn wir schon mal da sind. Und abgesehen davon geht die Sonne sowieso gleich auf, in ein paar Stunden. Eventuell muss Kingsway noch ein bisschen warten, weil von der Sonne geprutzelt werden, das ist keine so gute Idee. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf, von daher müssen wir das, glaube ich, verschieben. Aber jetzt erstmal ein bisschen Geld abholen, im Optimalfall. So, klopf, klopf, wer da? Das ist auf jeden Fall schon mal wieder gut gefüllt hier, das Haus. Money, right? I come back in a few nights. Ja, komm. Natürlich. Hi. Also magst du Stoff und so? Ohne dich bin ich nur ein halber Mensch. Ich wette um 10 Mäuse, dass mit uns beiden nichts läuft.
Ich weiß jetzt... Ich weiß nicht, ich versuch's einfach nochmal, hier meinen Charme spielen zu lassen. Aber wie? Okay. Du hast echt geile Titten? Ja, Baby. Baby. Mann, Baby. Baby. Oh, yeah. Wenn ich dir einen Drink spendiere, verschwinde ich keine... Wenn ich dir einen Drink spendiere, verschwende ich keine Zeit, oder? Du hast geile Titten. I tell you what. If the Pope, the President and my high school history teacher all show up in the next few minutes, I'll make out with you right in front of them. Hello there. Nummer 3. Okay. Keine Chance. Naja. Wir sind wohl einfach nicht zum Flirten geboren. Kann man nichts machen. Ich versuch's jetzt auch nie mehr wieder in diesem Let's Play. So. Naja. Dann werden wir uns wohl mit der Heather begnügen müssen. Wobei das sowieso gar keine schlechte Idee ist, denn sie hat uns ja versprochen, dass wir ein neues Outfit zu Gesicht bekommen beim nächsten Mal. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Von daher können wir da auch auf jeden Fall schon mal guten Tag sagen. So, der Sicherheitsmann noch immer wie gewohnt auf seinem Posten, das ist schön. Denn Sicherheit geht nun mal vor. Und jetzt sind wir auch gleich schon da und... Ja. E-Mails checken, Heather begutachten, ein bisschen was trinken und dann ab ins Bettchen für heute. Heather? Kleines Zuckerpüppchen? Master? Oh yeah. Ozzy Osbourne for life. Ich brauche dein Blut. Hab Dank, meine Gute. So, was Neues bei den E-Mails? Okay, Nummer 12. 12 haben wir noch nicht. Okay, also noch nichts Neues. Ich muss mal kurz gucken. Also ich muss mal beim nächsten Mal gucken, wie man die ganzen Sachen löscht. So. Und dann würde ich mal sagen, war's das auch für diese Nacht.